So, wir warten noch einen kurzen Moment. Ich würde dann im Anschluss alle bitten, die nicht auf dem Panel sind, ihre Videos auszuschalten. Genau, da die Session aufgezeichnet wird und wir im Nachgang auch das Video veröffentlichen wollen. Und so ist es auch für die Bandbreite besser. Und wenn es dann Fragen gäbe, können Sie sich natürlich dann wieder live schalten. Das wird dann nachher auch natürlich nicht gezeigt werden. Danke. Jetzt übergebe ich an Sie, Frau Fasse, ja? Ja, ich habe leider von Frau Proske nichts gehört. Vielleicht müssten wir dann die Thematiken so ein bisschen noch verteilen auf die anderen Panel-Teilnehmerinnen. Wir hoffen, dass Frau Proske noch dazukommt, weil sie hat nicht unwesentliche Sachen dazu beizutragen. Genau, ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich. Ja, nachhaltiger Mobilfunk. In diesen Tagen geht es mehr denn je um Klimaschutz, um Umweltschutz. Und gerade wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, steht man ja doch wieder davor und ja, schaut auch auf die elektronischen Geräte und möchte wieder vielleicht etwas Neues haben oder dem Teenager etwas Neues zukommen lassen. Und ja, wie nachhaltig ist das eigentlich? Und wo können wir die älteren Geräte, die wir vielleicht in der Corona-Zeit ausgemistet haben, wo können wir die vernünftig entsorgen? Und wo landen dann die Rohstoffe? Was passiert? Ich glaube, ich sehe Frau Proske. Hallo, Ja, super. hallo. Ja, jetzt sind wir vollzählig. Herzlich willkommen. Wunderbar, dann kann es losgehen. Genau, wir möchten Ihnen einen kleinen Rundumschlag geben und vor allen Dingen auch viele praktische Tipps. Und wir möchten gerne auch, dass Sie Ihre Fragen loswerden können. Sie dürfen in den Chat schreiben und ich versuche dann die Fragen mit aufzunehmen. Und wir fangen einfach mal an. Ich werde Ihnen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kurz vorstellen. Wir fangen an mit der Cornelia Schischkowitz. Sie ist Nachhaltigkeitsexpertin, Senior Expert bei der Deutschen Telekom. Und ist auch Lektorin für Krisenkommunikation an der FH Wiener Neustadt, ist da also auf zwei Stellen unterwegs. Von Haus aus ist sie Wirtschaftspsychologin und schon länger mit den Themen auch beschäftigt. Herzlich willkommen, Frau Schischkowitz. Dankeschön. Ich darf Julia Knoll begrüßen. Sie ist Artenschutz- und Bildungsmanagerin beim Münchner Tierpark Hellabrunn. Und war vorher bei der Münchner Initiative Green City e.V. Bereichsleiterin in der Umweltbildung. Sie ist von Haus aus Biologin und ja, wird uns gleich spannende Dinge über den Tierpark erzählen. Herzlich willkommen, Frau Knoll. Dankeschön, hallo. Dann Marina Proske vom Fraunhofer IZM. Fraunhofer hat ja immer die Abkürzungen. Das IZM ist das Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Das müssen Sie sich aber nicht merken. Viel wichtiger ist, dass sie Ingenieurin ist und im Bereich ja, Umwelt und Reliability Engineering tätig ist. Sie ist auch schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Unter anderem war sie auch bei der Deutschen Telekom und ist Mitglied in einer übergreifenden Forschungsgruppe. Dazu wird sie uns gleich mehr erzählen. Hallo, Frau Proske. Und last but not least. Hallo, ganz kleine Korrektur. Ich war nicht bei der Telekom, aber wir haben schon viel mit der Telekom Ach, da, zusammengearbeitet. genau, okay, dann hatte ich mir das falsch. Entschuldigen Sie bitte. Genau. Okay. Und ja, Joachim Sand ist bei uns. Er ist der Umweltbeauftragte von Telefonica Deutschland, Senior Corporate Responsibility Manager, um es genau zu sagen. Und er ist auch Ingenieur aus der Umwelttechnologie. Und er ist auch schon ganz vorbildlich unterwegs. Er hat nämlich auch ein Fairphone. Dazu möchte ich ihn natürlich auch gleich befragen. Herzlich willkommen, Herr Sand. Genau. Schönen guten So. Morgen, hallo. Wir würden gerne mit der Frau Schischkowitz starten. Die hat uns nämlich ja, einführende Folien mitgebracht, damit wir ein bisschen ins Thema einsteigen können. Ja, dann würde ich sagen, Feuer frei, Frau Schischkowitz. Dankeschön, ich gebe die Inhalte frei, ich hoffe, es klappt. So, jetzt gehen wir noch an den Anfang. Das ist schon mal gut zu sehen. Gut, dann würde ich mal starten. Ja, das Thema, wir nennen ja das Thema so Handyrücknahme oder Handysammlung. Das beschäftigt uns bei der Telekom schon sehr lange und mich auch, weil ich ja auch schon 20 Jahre dabei bin und dieses Thema quasi mitentwickelt habe. Also es ist etwas, was
mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Als wir angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren, 2003, Handys zu sammeln, war das noch nicht so ein großes Thema wie heute. Man sieht, dass sozusagen die Berge der sogenannten Schubladenhandys, also der Geräte, die mal verkauft wurden und sich nicht mehr in Nutzung befinden, sondern aufgehoben werden zu Hause, kontinuierlich steigt. Das hat sich ja mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Das ist auch einerseits logisch, weil natürlich Mobilfunk immer weiter verbreitet ist. Ich glaube, 97% der Haushalte in Deutschland haben inzwischen ein Handy oder ein Smartphone. Insofern nicht verwunderlich, was aber schon problematisch ist, dass eben diese Geräte nicht zurückgegeben werden und nicht zurück in den Kreislauf gelangen können. Und da haben wir uns eben schon seit vielen Jahren engagieren wir uns dafür, dass das mehr passiert. Warum ist das so wichtig? Weil inzwischen ist ja so ein Smartphone ein super, super kleiner Hochleistungscomputer. Das heißt, die können ganz viel und damit sie das auch alles können, brauchen sie eben eine Leiterplatte. Das ist eigentlich das, was das Spannendste ist, auch aus Recycling-Hintergründen. Das heißt, dieses Circuitboard, Frau Proske wird das vielleicht auch noch genauer erklären, das ist da, wo die Rohstoffe drauf sind, die interessanten, also die Metalle. Und diese Metalle kommen eben aus der ganzen Welt. Das ist ein total globales Produkt. Das heißt, das sind Lieferketten von Afrika über China, Rohstoffe, die sozusagen da abgebaut werden, um die Welt transportiert werden, bis dann die Geräte üblicherweise eben in Asien gefertigt werden und dann zu uns transportiert werden. Und diese Rohstoffe sind nicht nur wertvoll, sondern sie werden mit hohen Umweltbelastungen aus der Natur gewonnen. Und sind sozusagen in unseren Schubladen und der Fachbegriff, wovon man da spricht, ist sogenanntes Urban Mine. Also es ist absolut sinnvoll, die Rohstoffe aus den Schubladen herauszuholen oder die eben schon vorhanden sind in Europa, um nicht sozusagen neue Rohstoffe abzubauen. Der Rohstoff, um den es oft geht in den Diskussionen, wir werden da vielleicht auch noch dazu kommen, ist das Tantal. Das ist eines der Konfliktrohstoffe, die in Afrika, in Bürgerkriegsregionen unter anderem abgebaut werden. Das ist enthalten, kriegen wir im Moment im Recycling nicht raus, weil wir uns auf andere Metalle konzentrieren. Aber dazu können wir vielleicht auch noch später was sagen. Wichtig ist bei den Metallen, ein Teil kann eben gewonnen werden, aber der Großteil eben Display und Plastik und so weiter wird nicht recycelt, sondern das wird sozusagen thermisch verwertet, also als Brennstoff genutzt. Aber das kann man vielleicht auch nochmal erklären. Also wenn wir sagen 100% können recycelt werden, heißt es nicht, dass 100% wieder in den Rohstoff geht, Rohstoffkreislauf. Ja, die Telekom macht das eben schon seit 2003. Das haben wir angefangen damit, wirklich bevor es auch irgendwelche Gesetzgebung gab. In 2006 wurde das erste Elektronikgerätegesetz auf den Weg gebracht. Das ist eine EU-Verordnung, die umgesetzt wurde. Inzwischen gibt es schon das dritte Elektro-G. Das wird im nächsten Sommer in Kraft treten. Und das verpflichtet eben die Unternehmen, die verkaufen, auch zurückzunehmen. Wir sind zum Beispiel verpflichtet, eben als Online-Händler auch Online-Geräte zurückzunehmen. Und auch in den Shops gibt es eine Verpflichtung, aber erst ab 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, also relativ groß. Aber die gibt es eben auch. Und das, was ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte, ist eine freiwillige Übererfüllung. Das müssen wir überhaupt nicht machen. Das ist auch immer wieder Diskussion, warum wir das machen. Und ob wir es nicht aufhören können, aber in den letzten Jahren hat sich es immer sozusagen weiterentwickelt, das Thema. Und zwar haben wir ein Online-Portal aufgebaut, mit dem jeder Bürger, jede Bürgerin sammeln kann, weil das Elektro-G regelt, dass nur Vertreiber, Hersteller und kommunale Sammelhöfe eben Elektrogeräte zurücknehmen dürfen. Insofern ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich engagiere mich jetzt und sammle ein paar alte Handys. Mit dem Handy-Sammelcenter geht das eben, da kann man sich registrieren.
Das ganze System ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, also mit dem Umweltzeichen des Umweltbundesamtes, des Umweltbundesministeriums. Die haben das auch geprüft. Man kann sich eine kostenlose Sammelbox bestellen. Auch das Porto wird eben übernommen von uns, von der Telekom. Und die Nutzer können in diesem System bekommen auch eine Rückmeldung über die gesammelten Geräte. Und dann kann man sich auch eine Urkunde ausdrucken und da steht auch drauf, wie viele Rohstoffe man gesammelt hat. Wir haben hier ein Netzwerk in ganz Deutschland, 14 Partner, Ministerien, alles Mögliche, Kirchen, Umweltverbände, eben auch der Tierpark Hellabrunn. Und die Erlöse gehen an die Kooperationspartner, die eben bei uns registriert sind. Da kann man sich eben entscheiden, wenn man eine Box bestellt, wem man die Erlöse zugutekommen lassen möchte. Wir arbeiten auch mit Radiosendern zusammen. Wir haben mit SWR3 letztes Jahr eine große Aktion gemacht, dieses Jahr mit dem WDR. Aber das Thema ist noch viel zu wenig, immer noch viel zu wenig im Bewusstsein der Leute. Trotzdem sind wir stolz, dass wir insgesamt 3,3 Millionen bisher gesammelt haben. Aber wenn man sieht, wie viel verkauft wird, ist das nicht so toll, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch schon mein letztes Chart. Ich hoffe, Sie sehen das, weil die Frage ist ja immer, was passiert damit? Gehen die nicht doch nach Afrika auf die Müllkippe? Nein, wir haben hier ein System in Deutschland aufgebaut. Die Geräte werden bei Ingram Microservices in Flensburg mal sortiert in die guten und in die nicht so guten. Die guten können weiter genutzt werden. Das ist ja noch viel nachhaltiger, als es zu recyceln. Circa 10 bis 15% können eben aufbereitet werden, refurbished und weiterverkauft werden. Die nicht so guten werden eben recycelt, zuerst geschreddert, also klein gemacht und dann bei Aurubis, es ist eines der großen, es gibt nur drei Unternehmen in Europa, die das können und das in Deutschland ist eben Aurubis hier in Nordrhein-Westfalen, da wird das richtig eingeschmolzen in großen Hochöfen und dann kommt eben flüssiges Gold raus oder Silber und so weiter zum Schluss. Das heißt, das ist das, was wir machen und damit bin ich auch schon am Ende. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ja, das ist ja ein spannender Überblick. Und da sind ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Aspekte drin gewesen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt von allen Speakern erstmal eben ihren kurzen Einstieg bekommen. Ich glaube, der Herr Sand hatte auch was vorbereitet. Vielleicht kann er da anknüpfen. Da sind vielleicht noch ein paar Ergänzungen drin. Genau, dann gerne starten. So, der Stummschaltknopf, der obligatorische, auch nach fast 2 Jahren, aber der ist auch immer woanders. Genau. Genau, ich möchte eigentlich im Prinzip, kann ich nur ins selbe Horn stoßen, weil recht offensichtlich haben wir ein relativ ähnliches Geschäftsmodell, was Mobilfunk angeht, wie die Deutsche Telekom bei der Telefonica. Das Handy-Recycling-Projekt der Telefonica liegt auch bei mir. Ich bin halt Nachhaltigkeitsmanager der Telefonica und der Umweltbeauftragte des Konzerns. Und da liegt mir das Projekt auch sehr am Herzen, noch nicht seit so vielen Jahren. Ich bin seit 4 Jahren dabei, aber wir haben gerade ganz viel absolut Richtiges gehört. Und deswegen vermeide ich die Doppelung und ich ergänze das vielleicht noch ein bisschen um ein paar Aspekte, die wir uns auch zum Teil teilen. Also wir haben das hier ein bisschen ganzheitlicher, habe ich mal eine Grafik haben wir erstellt, wo wir sagen, also wie beginnt denn das mit dem Handy? Wir kaufen es ein, wir können es nach verschiedenen Ideen einkaufen. Also wir können zum Beispiel umweltbewusstere Handys kaufen. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich Ihnen beim Vorgespräch meinen Fairphone gezeigt habe, was sicherlich ein ganz nettes Gerät ist. Aber wir haben gemeinsam, und das ist vielleicht viel erwähnenswerter, ich finde es super, als Branche sind wir aktiv geworden und haben gemeinsam das Eco-Rating entwickelt. Eben auch mit der Deutschen Telekom, die Telefonica-Gruppe, also sozusagen auf Gruppenebene. Wir haben unseren globalen Power genutzt, um mal wirklich hinzuwirken auf die Mobilfunkprovider, Mobilfunk auf die Mobilgeräte-Hersteller und zu sagen, okay, lass uns doch mal einen vergleichbaren Standard finden. Das weisen wir bei den neueren Geräten aus. Das finde ich sehr praktisch. Da kann der Kunde zusätzlich zum Beispiel zu dem SAR-Wert, der ja irgendwie gar kein Thema mehr ist,
weil die Geräte es auch alle einhalten, jetzt auch feststellen, okay, welches Gerät ist denn ein bisschen nachhaltiger als das andere? Und der, wenn Sie uns ganz, ganz kurz sagen, was der SAR-Wert ist, weil wir sind ja auch ganz viele Nicht-Experten dabei. Entschuldigung. Also, ja, das ist schon so lange her, das war ein großes Thema, das ist der Strahlungswert. Früher war es ja, ist man ja davon ausgegangen, dass uns die Mobilfunkstrahlung alle mutieren lässt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Seit so vielen Jahren geht es uns alle recht gut. Trotzdem gibt es natürlich Grenzwerte, die Mobilfunkgeräte einhalten, aber es gibt halt auch andere Werte, wie eben ihre Recyclingfähigkeit, Langlebigkeit und so weiter. Und da können die Hersteller gut dran arbeiten. Dort haben wir dann sozusagen das Eco-Rating als weiteren Transparenzpunkt für den Kunden, der seine Einkaufsentscheidung dort dann sozusagen treffen kann. Dann gibt es natürlich noch größere und kleinere Dinge, wie eben genau nachhaltige Geräte, aber auch da hängen wir natürlich davon ab, was uns sozusagen zum Verkauf angeboten wird. Wir können unsere SIM-Träger verkleinern oder komplett auf eSIMs umstellen. Das ist sicherlich ein ganz kleines Teil, aber wir haben, und ähnlich wie die Telekom, wir haben weit über 40 Millionen Kunden, 45, ich kenne die Zahlen gerade nicht, und die regelmäßig hier und da schon mal eine SIM-Karte kriegen. Also es läppert sich einfach in Tonnen von Plastik, diese kleinen SIM-Karten, die mittlerweile auch Elektrogeräte sind und dementsprechend auch entsorgt werden müssen. Also bitte keine SIM-Karten in den Hausmüll. Natürlich wollen wir Geräte möglichst lange nutzen und da sind wir uns auch einig mit der Deutschen Telekom und anderen Anbietern. Also wir kaufen gebrauchte Geräte zurück, wollen die wieder in den Zyklus zurückführen als gute gebrauchte Geräte für die Early Adopter, die nun wirklich jedes Jahr ein neues Gerät brauchen. Da helfen wir dann mit, den Prozess da zu steuern. Nicht ganz uneigennützig. Wir reparieren natürlich Geräte, die aus zurückkommen. Da haben wir, finde ich, einen ganz schönen Ansatz, eine unserer Marken, die refurbished nicht alle Geräte komplett, sondern verkauft sie auch mit Kratzer. Also so ein 14-Tage-Rückläufer wird dann dementsprechend nicht komplett in ein neues Gehäuse gemacht, nur weil er einen Kratzer hat, sondern wird dann gesagt, das Gerät hat einen kleinen Kratzer auf der Rückseite und dementsprechend wird ein Discount gemacht. Und vielen Leuten ist der Preis da wichtiger, weil sie sowieso das Gerät in eine Hülle tun. Und dann kommen wir natürlich zu dem Handy-Recycling, wo wir gerade schon ganz viel gehört haben. Wir sind nicht ganz so lange dabei. Ein Jahr hat die Deutsche Telekom Vorsprung. Seit 2004 ist die Telefonica dabei. Wir kooperieren dort insbesondere mit dem NABU. Wir haben da so ein bisschen den nationalen Ansatz. Der NABU ist unser Hauptsammelpartner. Dort lassen sich die Boxen bestellen. Also ich will jetzt hier auch nicht Sachen wiederholen. Unser Erfolg hängt tatsächlich noch hinter der Deutschen Telekom. Da bin ich neidisch. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich die 1 Million Handys knacken in dieser langen, langen Zeit. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, es gibt einen positiven Corona-Effekt. Also die Zahlen sind wirklich nach oben gegangen. Also die Leute sitzen zu Hause wahrscheinlich, machen ihre Schubladen öfter auf als sonst und stellen fest, Mensch, da ist irgendwas drin, was ich jetzt endlich mal entsorgen könnte. Also wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, 110.000 Handys. Dieses Jahr waren wir schon im September bei 150. Also wir sehen dann eine deutliche Steigerung. Und auch bei uns, das ist ein freiwilliges Programm, sozusagen alle Bürger sind angehalten, uns die zu bringen. Leider kann ich nicht bei jedem Einzelnen klingeln oder können wir nicht bei jedem Einzelnen klingeln und sagen, bitte gib uns mal deine Smartphones. Aber ich glaube, das wäre jetzt so in aller Kürze das, was ich hier zu sagen sollte. Ja, und wir wollen ja heute vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass in den nächsten Wochen, wo wir unter Umständen auch wieder ein bisschen mehr Zeit bekommen, vielleicht doch nochmal alle durch unsere Schubladen gehen. Frau Knoll, Sie haben, glaube ich, auch was vorbereitet. Und zwar, ja, wir fragen uns ja, Hellabrunn, Handys, was hat das miteinander zu tun? Geben Sie uns gerne die Antwort. Genau. Einmal kurz, Frau Thomas, könnten Sie mir die Rolle nochmal zuweisen oder Herr Sand, weil ich kann gerade nicht freigeben und bräuchte sonst irgendwie eine Kennnummer. Sie sollten die Rolle jetzt haben. Nein, einen Moment. Noch nicht, aber gleich. Jetzt. Jetzt. Jetzt habe ich. Super, danke schön. Perfekt. Mal schauen, dass ich die richtige nehme. Genau. Ja, genau. Es ist die Frage, was hat jetzt der Tierpark Hellabrunn mit Handys zu tun? Wir profitieren von der Handysammelaktion von der Telekom. Wir sind seit 2018 Teil des Handysammelcenters und sammeln eben dort. Wir nutzen diese Handys für den Artenschutz oder vor allem die Erlöse, die daraus entstehen, für den Artenschutz. Und
Na, jetzt will meine Präsentation, doch so, genau. Seit 2011 insgesamt sammeln wir, ich habe extra nochmal nachgeschaut in den Unterlagen, das heißt, wir feiern im Prinzip jetzt auch Jubiläum. Das war jetzt auch ganz schön, in diesem Rahmen das mal festzustellen. Ich habe außerdem geschaut, wie viele Handys haben wir denn gesammelt? Immerhin auch schon 25.000 in diesen 10 Jahren. Und ich habe schon gesagt, die Spenden, die da generiert werden, die fließen in unsere Artenschutzprojekte. Wir haben im Moment kein Artenschutzprojekt, wo wir sagen, das Geld aus den Handys, was wir bekommen, fließt in dieses Projekt. Aber wir sammeln diese Spenden alle und die fließen zu 100% in unsere Artenschutzprojekte, sind eben verschieden aufgeteilt. Und so habe ich jetzt einfach mal ein paar hübsche Bilder mitgebracht aus den Projekten und aus dem, was wir so machen. Ja, zum einen machen wir ja, Artenschutz nah und fern. Das hier ist jetzt eher die nahe Variante. Man sieht einen Eisvogel, der bei uns auf dem Gelände unterwegs ist. Wir haben eine Brutwand für den Eisvogel, hatten dieses Jahr 2 Bruten wieder. Das hat lange nicht geklappt. Jetzt sind die Eisvögel wieder bei uns und fühlen sich da entsprechend wohl. Genau, wir haben außerdem, das haben vielleicht die einen oder anderen auch mitbekommen, im Sommer dieses Jahr 2 Steinböcke ausgewildert im Stubaital. Und das sind unter anderem eben Projekte, in die die Spenden fließen. Wir haben auf dem ganzen Gelände über 200 Nisthilfen, sowohl für Vögel, für Insekten als auch für Bilche, also Siebenschläfer beispielsweise. Und schauen eben auch natürlich die Gewässer, die wir auf dem Tierpark haben, auf dem Tierparkgelände, dass die entsprechend naturnah sind und dass wir da auch Ausstiegshilfen beispielsweise für Jungvögel, Wassergeflügel anbieten, weil das ja doch der Auer Mühlbach zum Teil eine ordentliche Strömung hat. Dann gehen wir jetzt ein bisschen in die Ferne. Da sieht man jetzt auf dem linken Bild unsere Pchewalski-Pferdstute Naya, die 2017 ausgewildert werden konnte in der Mongolei. Da haben wir uns oder beteiligen wir uns also mit den P-Pferden unter anderem an diesem Auswilderungsprojekt. Rechts sieht man das erste Fohlen, was 2021 im April geboren wurde, in diesem Schutzgebiet. Insgesamt seit 2011 werden unter der Federführung vom Zoo in Prag dort regelmäßig Tiere ausgewildert. Und unsere P-Pferde stehen aber zum Beispiel auch als Landschaftspfleger gar nicht so weit weg in Tennenlohe bei Erlangen. Und genau, da gibt es auch immer wieder ganz tolle Bilder und Berichte. Und die sind eben dort als ja, sogenannte Megaherbivoren. Also die schauen eben, halten da die Vegetation klein zum Teil. Genau. Und dann reisen wir jetzt noch ein bisschen weiter und in ein bisschen anderes Klima. Hier sieht man jetzt 2 Orang-Utans auf Sumatra im Schutzgebiet Bukit Tigapulu. Da unterstützen wir die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die hier seit vielen Jahren sowohl eine Dschungelschule hat, als auch die Auswilderung von Orang-Utans betreibt. Die Dschungelschule ist deswegen wichtig, weil Orang-Utans sehr, sehr lange bei ihren Müttern leben, Jungtiere, und sehr, sehr viel von den Müttern lernen. Das heißt, anders als bei anderen Tieren sind die nicht sofort alleine fähig zu überleben, sondern müssen eben sehr viel lernen. Was kann ich fressen, was kann ich nicht fressen? Welcher Baum hält mich? Wo falle ich vielleicht runter, wenn ich mich da dranhänge, weil ich zu schwer bin? Wie baue ich mir nachts ein Nest? Und das bereitet eben die Zoologische Gesellschaft Frankfurt in dieser Dschungelschule vor. Danach werden die Tiere ausgewildert, werden auch sehr, sehr engmaschig noch betreut. Also es gibt für jeden Orang-Utan, der ausgewildert wird, einen Ranger, der den über mehrere Jahre zum Teil noch vor Ort beobachtet und dem den ganzen Tag durch den Wald folgt. Ich hatte das große Glück, dass ich 2018 dazukommen durfte und mir das anschauen durfte. Und genau, hier nochmal ein zweites Bild quasi aus Sumatra. Das einfach als kleiner Einblick, was wir im Prinzip mit dem Geld machen, was wir aus den Spenden, aus den Handyspenden bekommen. Wunderbar, Frau Knoll. Ja, da wird es ja dann doch sehr plastisch, wo das auch alles zusammenhängt mit den Rohstoffen und mit den Auswirkungen und so weiter. Frau Proske, Sie beschäftigen sich ja am Fraunhofer-Institut sowohl eben mit der Technologie, aber eben auch mit den Beweggründen der Verbraucher. Erzählen Sie uns kurz, wie Ihre Herangehensweise oder Ihre Sicht auf das Thema ist und ja, wie so ein ökologischer Fußabdruck auch eines Smartphones aussieht.
Hallo, ja. Genau, ich mache ganz großer Teil meiner Arbeit ist, dass ich auch Ökobilanzen für Smartphones erstelle. Und da sehen wir ganz klar, dass aus der Perspektive des Treibhausgaspotenzials die Herstellungsphase des Smartphones den absoluten Großteil ausmacht. Also 80% oder mehr wird von der Herstellung beeinflusst. Und da ist es ganz entscheidend, das Mainboard, wie auch schon Frau Schischkewitz gesagt hat. Und das gibt uns dann ganz gute Argumente an die Hand, wie so ein Smartphone dann auch weiter genutzt werden sollte. Ich würde das, was hier gesagt wurde, Handys raus aus den Schubladen, sofort unterschreiben, aber nicht direkt ins Recycling, sondern erstmal so lange wie möglich die Geräte nutzen. Denn umso länger sie genutzt sind, umso besser können wir diese Herstellung ausnutzen und umso weniger Geräte müssen produziert werden. Und dadurch, dass wir auch aus den Ökobilanzen wissen, dass der Herstellungsaufwand ganz stark konzentriert ist auf die Leiterplatte und die elektronischen Komponenten wie den Speicher, den Prozessor, der da verbaut ist, können wir auch zeigen, dass sich Reparatur lohnt. Also wenn ein Display gebrochen ist, eine Batterie ersetzt werden muss, natürlich ist das nochmal ein zusätzlicher Herstellungsaufwand für diese Teile, aber es lohnt sich aus Umweltsicht trotzdem, diese zu ersetzen und das Gerät erstmal so lange wie möglich in der Nutzung zu halten. Trotzdem sollte es am Ende natürlich in ein gutes Recycling gehen und nicht im Hausmüll enden, denn die Rohstoffe, wie auch gesagt, kann man dann zu einem Teil zurückgewinnen. Den Herstellungsaufwand, der ganz eng mit dem Treibhausgaspotenzial verbunden ist, durch Reinraumprozesse für Elektronik etc., die lassen sich aber auch mit dem besten Recycling nicht zurückholen. Ja, darum geht es ja auch. Wir haben ja eben schon angerissen gehört von Frau Schischkewitz, das sind ja eigentlich ganz, ganz wenige Teile nur, die im Moment recycelt werden können. Können Sie uns noch mal ein bisschen mitnehmen, woran liegt das, Frau Proske? Also man kann die Metalle im Wesentlichen kann man recyceln. Eisenmetalle, Aluminium, wenn man es getrennt bekommt, kann recycelt werden, Kupfer und die ganzen Edelmetalle. Was halt noch nicht recycelt werden kann, sind die seltenen Erden, die enthalten sind. Und was dazu kommt, ganz viele Stoffe, bei denen lohnt sich ein Recycling auch noch nicht. Also der Materialwert von einem Handy liegt bei 1 bis 2 Euro. Das heißt, es wird auch kaum so wirklich Aufwand betrieben oder kann kein Aufwand betrieben werden, die Geräte händisch zu demontieren. Die Batterien müssen entnommen werden, das ist eine gesetzliche Auflage. Aber dann zum Beispiel noch ein Aluminiumgehäuse, was einen anderen Recyclingweg gehen müsste als ein anderes Metallgehäuse und die Kupferleiterplatten. Das zu trennen ist meist vom Aufwand gar nicht möglich. Und hier bedarf es gesetzlicher Vorgaben, damit das umgesetzt wird. Hm. Frau Schischkewitz, wie gehen Sie denn da auch an die Verbraucher heran? Also sagen Sie schon aktiv auch, dass sich das lohnt mit dem Recycling oder ist das eher eine zusätzliche Marketinggeschichte für die Telekom? Wie gehen Sie da auf die Verbraucher zu? Also da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Wir informieren unsere Kunden in erster Linie natürlich aktiv, dass es diese Möglichkeiten gibt. Wir haben auch mal vor einigen Jahren eine große Wette bei Wetten, dass gemacht mit Herrn Gottschalk und dem damaligen CEO, Herr Obermann. Der hat gewettet, dass es der Telekom gelingt, 1 Million Geräte zurückzunehmen. Das hat auch geklappt. Der Aufwand war aber sehr groß. Wir haben so gut wie alle Haushalte in Deutschland angeschrieben, um eben auf das Thema aufmerksam zu machen. Also das ist natürlich immer ein Versuch. Auch, ich hätte ja auch gesagt, dass wir eben mit Radiosendern kooperieren und eben dieses Netzwerk der Sammelpartner, die machen ja auch ganz viel. Also das ist jetzt eben hier Hellerbrunn ist oder die Kirchen, die da aktiv sind, die auf Konfirmationsgruppen zugehen, die sozusagen bei ihren Veranstaltungen und ihren Aktivitäten sammeln. Das ist ganz wichtig. Und was gerade auch die Kirchen, gerade in Baden-Württemberg, sehr stark machen zum Beispiel, ist, dass die ganz viel Bildungsarbeit machen. Weil die sagen ja dann oft Jugendliche, also was interessiert Jugendliche mehr als ein Handy? Das ist sozusagen Teil ihrer selbst schon teilweise geworden. Ich sehe das bei meinen Söhnen.
Ohne Handy geht gar nichts. Und das ist natürlich, früher wurde oft über die Jeans gesprochen oder über Kakao oder sonstige Dinge, die eben aus sozusagen von der ganzen Welt kommen und teilweise unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert werden und dann bei uns verbraucht. Heute ist es oft das Handy. Und das ist eben sozusagen, wenn man das mal verstanden hat, diese Zusammenhänge, sind die Leute natürlich eher bereit, etwas zu tun. Aber wir sind ja schon froh, wenn die Geräte nicht im Hausmüll landen, weil da sind sie wirklich verloren, auch die Rohstoffe. Und wir haben natürlich auch, wie die Telefonica, also den Handyankauf. Also man kann bei uns natürlich auch gute Geräte ankaufen lassen und das wird dann aufgerechnet auf ein neues Gerät. Und man kann eben gebrauchte Geräte kaufen. Und das ist wirklich erst so in den letzten 2, 3 Jahren, dass dieser Markt der refurbischten Geräte sich entwickelt hat. Das hat ganz lange gedauert. Und das ist leider in Deutschland, auch in Österreich, üblich, dass man eben nicht die Geräte wieder zurückkaufen lässt oder nicht in dem Umfang, wie zum Beispiel in Großbritannien. Dort ist das selbstverständlich, dass man sagt, oh, hat noch einen Wert, lasse ich mir sozusagen den Wert wieder ersetzen. Und wenn ich dann noch ein bisschen in Richtung Zukunft gucken möchte, ich habe mir gestern den Koalitionsvertrag angeguckt, den neuen, da steht schon was drinnen von Rücknahmesystemen. Also ich glaube, dass da auch die Politik erkannt hat, dass hier Handlungsbedarf ist, weil auch, muss man auch ganz offen sagen, Deutschland nicht die EU-Vorgaben bei der Rücknahme von gebrauchten Elektronikgeräten erfüllt. Insbesondere nicht bei den Kleingeräten, weil die sind eben mülltonnengängig. Das heißt, den Kühlschrank kriege ich nicht in die Mülltonne, aber ein Handy schon. Also da wird sich höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren etwas verändern für den Verbraucher und für uns natürlich. Ja, genau, Herr Sand. Möchten Sie da mal anknüpfen? Also wie sehen Sie auch gerade diesen Markt der Zweitverwertung, des Refurbishments? Und ja, welche gesetzlichen Regelungen kommen da? Und also ganz sicher schon. Und welche müsste es aber auch geben? Ja, also im Prinzip ist schon viel gesagt worden. Also das neue Elektrogesetz, was im nächsten Jahr kommt, nimmt uns deutlich stärker in die Pflicht. Aber nicht nur uns, sondern viele Inverkehrbringer, auch Supermärkte, die bisher gerne mal Elektronik verkauft haben, werden zur Rücknahme verpflichtet. Also die großen Supermarktketten müssen sich da auch ein bisschen wappnen, was auch nur fair ist. Dann auch so viele andere Ketten. Manche Dinge sind für mich ein bisschen merkwürdig formuliert im Gesetz, wie das immer so ist. Nicht alles ist kundenfreundlich, dass wir jetzt auf einmal Laptops zurücknehmen müssen, ohne dem Kunden eine Chance zu geben, vorher eine Datensicherung zu machen, weil sonst ist sein Rückgaberecht dahin. Also da werden wir sicherlich auch schönere Lösungen finden, kundenfreundlichere Lösungen. Aber zum Rebuy, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen vielleicht eine persönliche Meinung. Also ich glaube, die Geräte werden beliebiger, die Mobilfunkendgeräte. Also sie haben jetzt auch ein Preislevel erreicht, wo es einfach wirklich wehtut, das sicherlich die Nutzung verlängert. Und ich glaube, die technischen großen Fortschritte, nehmen wir jetzt mal 5G, ist vielleicht was Neues, neues Thema. Das befeuert das Ganze wahrscheinlich wieder ein bisschen. Aber durchaus auch Geräte der vorherigen Generation funktionieren auch hervorragend in unseren Netzen. Da gibt es jetzt keinen Grund, die panisch wegzuwerfen und ein 5G-Handy zu kaufen. Das habe ich auch aus persönlicher Meinung jetzt gesagt. Aber das hilft sicherlich, dass junge Menschen jetzt erkennen, okay, auch ein refurbishedes Gerät oder ein Gerät mit kleinen Einschränkungen, optischen Einschränkungen ist sicherlich mir was wert. Und es wird immer mehr en vogue. Also das sieht man auch, wenn man sich mal die Werbung anschaut. Das sind dann eher so die jungen Menschen, die dann auch stolz drauf sind, nicht das Neueste zu kaufen, sondern das Zweitneueste. Da schaue ich auch mal ein bisschen neidisch auf die Deutsche Telekom. Die hat halt auch eine schöne Verpackung schon für solche Geräte und verkauft das wirklich als Mehrwert. Das ist toll. Da arbeiten wir auch dran. Das wird sicherlich bald kommen, um eben genau da diese Stimmung der Gesellschaft auch mitzunehmen. Das ist finde ich schon ein schöner Impuls, der da jetzt kommt. Ja, Frau Knoll, Sie sind ja da sehr nah dran, Stimmung der Gesellschaft. Was bekommen Sie denn so für eine Resonanz, wenn da Ihre Handyboxen stehen? Wird das gut angenommen und was kommen da auch so für Kommentare? Das wird super gut angenommen. Also ich kann so ein bisschen das bestätigen, was Herr Sand auch meinte während Corona. Wir waren lange geschlossen, wir hatten die Häuser lange geschlossen, wo wir eben sammeln zum Teil. Und wir hatten immer wieder Anfragen, wie kann ich denn jetzt mein Handy bei euch abgeben? Wie kriege ich das denn hin? Und haben dann im Zweifel sie bei uns an der Pforte nach persönlicher Absprache auch angenommen und so. Und
haben sie dann zum Recycling gegeben. Also die, das wird nachgefragt, ganz klar. Und natürlich bei uns, insbesondere weil dadurch dieser positive Effekt für den Tierpark entsteht und dementsprechend die Menschen dann nicht nur für sich selber oder für den, sondern ganz aktiv für unseren Artenschutz eben auch was tun und uns unterstützen. Also da haben wir ganz viele Anfragen. Wir haben eben auch Schulklassen, die bei uns fragen, hey, wir würden das gerne zu euren Gunsten machen. Was können wir da tun? Wie funktioniert das? Also ja, wir sind da auf jeden Fall auch, sehen auch diese positive Stimmung und wirklich große Nachfrage danach. Hm. Frau Proske, Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, was die Verbraucher so antreibt. Und was so ein bisschen dahinter steckt, wenn man unbedingt ein neues Handy haben möchte, können Sie uns da vielleicht ein bisschen was aus Ihren Untersuchungen mal erzählen? Ja, also ich bin auch in einer transdisziplinären Arbeitsgruppe und da haben wir auch viele Soziologen dabei. Und da haben wir auch ganz viele Interviews zu dem Thema geführt, Umfragen. Und es zeigt sich, dass ganz viele von diesen Ersatzzyklen einfach erlernte und routinierte Verhaltensweisen sind. Also man hat halt schon seit Jahren immer sein Handy nach 2 Jahren ersetzt, weil es da gucke ich so ein bisschen in Richtung der Netzbetreiber, weil es da halt einen neuen Vertrag gab und dann gab es ein neues Telefon. Und das führt man gewohnheitsmäßig so weiter. Es ändert sich ein bisschen, weil es preisgetrieben ist. Es gibt halt nicht immer mehr ein neues Handy einfach so kostenlos dazu, wie es bei den klassischen Handys der Fall war. Aber es sind halt gelernte Verhaltensweisen. Dazu kommt, dass Neukauf nicht nur auf Handys bezogen, sondern auf ganz viele Produkte. Neukauf hat einen Reiz auf die Menschen. Es gibt ein gutes Gefühl. Das ist ganz schwer gegen anzukämpfen, auch bei Menschen, die eigentlich ökologisch eingestellt sind. Also das sind ganz viele Sachen, die das vorantreiben. Beim Reparieren ist ganz, wir merken, dass ganz viele Leute, wenn ein Gerät kaputt geht, gar nicht Reparatur in Betracht ziehen. Zum einen aus Kostengründen. Das sind aber oft auch subjektive Kosten. Also es wird einfach davon ausgegangen, dass eine Reparatur zu teuer ist, ohne das jemals wirklich aktiv erfragt zu haben. Das sind so Aspekte, die damit reinspielen. Ein bisschen möchte ich dagegen halten, dieses Argument, das sind die jungen Leute, die das immer treiben. Gerade so die Flagship-Geräte, die werden nicht von den jungen Leuten getrieben, dafür sind gar nicht die finanziellen Mittel da. Und das sind dann wirklich, ist eher der mittlere Altersbereich, der gut situiert ist, wo halt auch die finanziellen Mittel und das Technikinteresse da ist, dann wirklich jedes Jahr oder eigentlich das zweite Jahr neues, extrem hochwertiges Gerät zu kaufen. Gleichzeitig sind das aber auch die Geräte, die eigentlich dann immer in eine Zweitnutzung gehen, also entweder über einen Wiederverkauf oder innerhalb der Familie dann weitergereicht werden quasi. Wie ist es denn, wenn ich jetzt hingehe und sage, Mensch, ich verkaufe mein Handy dann einfach auf eBay? Da tue ich noch was für die Umwelt und dann kann ich aber auch ruhigen Gewissens mir ein neues kaufen und so weiter. A, was muss ich da tun, wenn ich das auf eBay stelle? Und B, ist das überhaupt eine gute Idee? Frau Schischkowitz lacht schon so ein bisschen. Ja, also das ist schon interessant. Also es wird ja sehr, sehr viele Geräte über eBay oder andere Plattformen verkauft. Wenn wir die Leute fragen, was hält sie davon ab, ihr Gerät bei der Telekom oder sonst wo abzugeben, sagen die Leute immer Datenschutz. Ich habe Angst, dass meine Daten irgendwo hinkommen. Bei eBay verkaufen sie ihre Daten mit. Also das ist eine Illusion zu glauben, wenn man das Gerät auf die Werkseinstellung zurückstellt, dass die Daten weg sind. Das würde ich mal sagen, die allermeisten Käufer bei eBay sind auch nicht unbedingt an den Daten interessiert, sondern an den Geräten. Aber wenn das in falsche Hände kommt, ist das schon problematisch. Deswegen haben wir ja auch mit unserem Partner TechCycle, die auch in München sitzen, sehr, sehr viel investiert in Daten, also möglichst sichere Datenlöschung. Da werden die Daten überschrieben und informieren da auch immer darüber, dass sie eben bitte die Leute trotzdem, bevor sie es einwerfen, nach Möglichkeit die Daten eben, soweit sie es können, löschen. Also das ist durchaus schwierig. Es ist auch eine der Hürden für unsere Sammlung, weil eben auf den Geräten die Daten normalerweise noch drauf sind. Insofern
sage ich mal, aus Nachhaltigkeitssicht ist es natürlich gut, wenn die Geräte weiter genutzt werden. Aus Datenschutzsicht können wir nur zur Vorsicht mahnen, weil das nicht ohne ist. Darf ich da direkt einhaken? Ja, ich wollte Sie gerade noch dazu. Also wir haben auch ein Forschungsprojekt gehabt, das war Sustainably Smart, ein europäisches Forschungsprojekt zu smarter Elektronik und Wiedernutzungskonzepten. Und da hatten wir auch Blanco dabei, das ist einer der Hersteller von den Top-Löch-Softwaren. Und die haben aber auch für uns getestet, wie diese klassischen Selbstlöch-Softwaren funktionieren und zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Und da zeigt sich, dass die ab den neueren Android-Versionen sehr gut funktionieren. Also wenn da nicht wirklich mit forensischen Methoden versucht wird, Daten wiederherzustellen, weil man an einem konkreten Produkt jetzt besondere Geheimnisse vermutet, dann ist da kaum an Daten wieder ranzukommen. Also einfach das Handy weiter zu nutzen für Normalnutzer, da sind die Löschsoftwaren schon extrem gut und auch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Problematisch sind da sehr alte Geräte mit sehr alten Android-Versionen. Wie sieht es denn? Achso, Entschuldigung, Herr Seidel. Vielleicht einen kleinen Aspekt dazu hätte ich noch. Wir haben uns im letzten oder vor 2 Jahren sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was die Kunden denn wollen in der Nachhaltigkeitsabteilung. Wir haben sowas, das nennt sich Response and Business Plan, das stand gerade auf meiner Folie, habe ich gar nicht erwähnt. Ja, dann haben wir sehr viele Kunden gefragt, was ist euch denn wichtig in Nachhaltigkeit mit Mobilfunk? Alle haben natürlich gesagt, Handy-Recycling ist irgendwie wichtig, weil es ist ja auch so naheliegend. Und dann war halt die Frage, ja, warum gibst du das Gerät dann nicht zurück? Und jetzt kommen wir genau auf das Datenschutzthema. Das Zurücksetzen können, sicher ist das eine. Viele Geräte lassen sich aber gar nicht mehr zurücksetzen. Also die haben die Spider-App, die fallen runter. Ich merke, es geht noch irgendwie an, aber ich kann es ja gar nicht mehr zurücksetzen. Und dann haben die Menschen wirklich Angst, okay, was mache ich denn jetzt? Da sind meine Daten drauf. Also nehme ich das und lege das in meine Schublade. Und das ist ein Hauptgrund, wie dieses persönliche Gerät. Das Handy weiß, glaube ich, mehr als mein Lebenspartner über mich. Also das weiß alles. Und das möchte ich auch gar nicht, dass das irgendjemand anders auch nur wissen könnte. Und das ist sicherlich ein Problem, was wir haben, auch im Sammelprojekten, die wir haben, weil ich gebe ja mein Handy mit diesen ganz persönlichen Daten irgendwem, der es dann, vielleicht haben wir da die Transparenz, wir haben eine ähnliche Transparenz, wo es hingeht, wie es passiert, aber es sind da doch noch viele Möglichkeiten, wo was schiefgehen kann. Und das ist gerade bei Mobilfunk-Endgeräten, glaube ich, ein großes Thema. Das haben wir vielleicht nicht so bei anderen Geräten, Bluetooth-Boxen und was es da nicht so alles in Massen gibt. Aber das Handy ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr besonderer Fall, was Daten angeht. Nur so als Ergänzung vielleicht. Ich würde auch nochmal ergänzen, es ist auch nicht nur die Datensicherheit, sondern dass ganz viele auch keine Backups machen und immer noch hoffen, auch von diesen kaputten Geräten doch noch ihre Daten irgendwie runterholen zu können, was dann häufig aber nicht passiert. Da sind dann Fotos drauf, die man ja eigentlich nicht verlieren will. Das ist auch ein Grund, warum die Geräte erstmal gelagert werden. Das zeigen ganz viele Interviews. Man will die dann doch irgendwann nochmal sichern und irgendwann doch nochmal die Fotos runterholen. Ja, wenn wir jetzt schon, also wir sind ein bisschen über 10 Uhr, wir können aber noch ein bisschen länger machen. Ich würde jetzt nochmal, weil das Thema ja doch noch viele Facetten hat, vielleicht noch 5 Minuten noch weitermachen gerne. Vielleicht können wir da nochmal gucken, so ein bisschen, ja genau, in die Zukunft. Zum einen ist uns ja doch inzwischen allen klar, dass diese seltenen Erden ein Riesenthema sind und dass wir das gerne irgendwie besser machen würden mit dem Schutz oder mit dem Recycling. Gibt es da eine Chance, dass das in absehbarer Zeit verbessert wird mit dem Recycling oder dass es da neue technische Möglichkeiten gibt, Frau Proske? Also es wird daran geforscht. Es wird sicher auch schon demnächst irgendwelche zumindest Pilotprojekte geben, wo es technisch funktioniert. Aber Wirtschaft, dass es sich wirtschaftlich rechnet, sehe ich noch nicht. Und welche Gesetze, wir haben das ja schon ein bisschen angerissen, was kommt da jetzt in den nächsten Jahren auf uns zu, dass das vielleicht auch alles nochmal so ein bisschen besser vertieft werden kann und auch noch ein bisschen besser gesammelt werden kann. Das Elektro-G haben wir schon angesprochen. Vielleicht können Sie nochmal auf das Eco-Rating auch eingehen und Frau Proske, Sie hatten ja auch noch eine Ökodesign-Studie in Arbeit. Vielleicht können Sie uns da auch noch kurz was drüber erzählen. Vielleicht, Herr Sand, kurz zum Eco-Rating nochmal. Wird sich da noch was weiterentwickeln?
Also das Eco-Rating ist sehr gut aufgenommen worden. Das haben wir, glaube ich, auch der EU-Kommission vorgestellt, was wir da gemacht haben. Und das war sozusagen als Best Practice ist das wahrgenommen worden. Und es geht jetzt ja in Richtung, also weg vom Eco-Rating zum Right to Repair. Und da sind sicherlich einige wichtige Punkte, die auch der Gesetzgeber regeln kann. Zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, nur das Display ist kaputt. Aber das Gerät hat irgendwie jetzt noch einen Wert, aber auch nicht so richtig. Meines Wissens nach wird es eine Festlegung zum Beispiel für die Preise von Displays geben in die Zukunft, dass eben zum Beispiel auch für Geräte eine gewisse Zeit nicht nur ein Display vorgehalten werden muss, sondern auch, dass der Preis sich gar nicht dynamisch steigern darf, sodass dann auch nach 5 Jahren es sich nämlich noch lohnt, so ein Gerät zu kaufen. Das ist ja mal die Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, also das Gerät ist zwar eigentlich noch gut, aber die neue Generation ist ja nicht schlechter. Und wie im Moment das 150 Euro für die Reparatur, ein neues Handy kostet 200. Ja, Batterie ist dann auch vielleicht schon hin. Und dass wir da irgendwie nachsteuern, dass sozusagen auch der Markt ein bisschen regulierter wird, dass da dann perspektivisch auch sich nach 3 oder 5 Jahren eine Reparatur noch durchaus lohnt. Bei den hochpreisigen Geräten stimme ich zu, da ist das dann meistens ein Selbstläufer. Aber wir haben natürlich dann auch andere Geräte, die da nicht so funktionieren. Und was wir natürlich brauchen, das sind einfach mehr modulare Geräte. Also das ist sicherlich auch etwas, wo man halt sagt, ich kann es sogar selber machen. Jetzt bin ich wieder beim Fairphone, was wir alle anbieten, aber in homöopathischen Dosen, um ehrlich zu sein. Also wir preisen es alle an, wir haben es alle, unsere Kunden finden es alle super. Aber ich will doch das neue iPhone haben. Wenn es dann ja, zur Kaufentscheidung kommt. Das ist genau der Punkt, der stimme ich vollkommen zu. Wer sich denn leisten kann, ja, das ist ja, aber da jetzt gerade nicht. Also das ist leider so ein Punkt, wo sich jeder von uns vielleicht auch selber ein bisschen ertappt fühlen kann oder viele von uns ertappt fühlen können, sagen, es ist tatsächlich ein tolles Gerät, aber doch nicht für mich. Ich spare dann woanders meinen Footprint ein. Ja. Ja, Frau Proske, jetzt können Sie uns doch kurz zu dieser Öko-Design-Studie? Genau, wir haben letztes Jahr, veröffentlicht wurde es im Januar diesen Jahres, die Vorstudie für die Öko-Design-Richtlinie für die Smartphones erstellt. Das ist immer eine Vorstudie, eine wissenschaftliche Vorstudie, die für den Gesetzgeber dann erstellt wird, um zu zeigen, was könnten Maßnahmen sein. Und aktuell werden diese Maßnahmen, die wir da erarbeitet haben, bei der EU-Kommission diskutiert. Und Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, sind unter anderem, dass die Geräte reparierbarer sein sollen, auch eine gewisse Dauer an Ersatzteilen vorgehalten werden müssen. Aber wir sind auch auf andere Aspekte eingegangen. Also die Batterie zum Beispiel, da haben wir gesagt, diese sollte entnehmbar sein und sollte aber auch eine gewisse Mindesthaltbarkeit haben. Und hier haben wir das im Vorschlag gekoppelt, dass wir sagen, eine Batterie muss auf jeden Fall 500 Ladezyklen aushalten. Das müssen die Hersteller nachweisen. Und dann muss die wechselbar sein. Wenn sie sogar nachweisen können, dass sie 1000 Ladezyklen aushält, dann muss es nicht unbedingt wechselbar sein. Dann sind wir noch auf einen Aspekt gegangen und das sind die Software-Updates. Ganz viele Geräte werden auch ersetzt, weil sie keine Software-Aktualisierung mehr bekommen. Das ist irgendwann ein Sicherheitsrisiko und irgendwann laufen dann auch bestimmte Apps nicht mehr und dann werden die Geräte ersetzt. Und hier war der Vorschlag, dass die Geräte mindestens 3 Jahre Updates erhalten müssen, also funktionale Updates und insgesamt 5 Jahre Sicherheitsupdates. Und die letzte Bundesregierung hat sogar gesagt, sie würde gerne darüber hinausgehen und das Ganze auf 5 bis 7 Jahre ausdehnen. Was auch nicht ganz typisch ist für den deutschen Weg, der da eher bremsend ist normalerweise. Und Frau Schischkowitz hatte ja vorhin schon angedeutet, dass eben im Koalitionsvertrag da auch schon was abzulesen ist. Wenn Sie da noch ganz kurz uns in die Zukunft vielleicht schauen lassen, was da vielleicht Gutes noch kommen könnte. Naja, es gibt ja die Diskussion, immer wieder die Frage, wir haben ja auch schon öfters mit dem Umweltministerium darüber gesprochen, wie kann man denn, welche Anreizsysteme kann man setzen? Und relativ schnell geht dann die Diskussion um das sogenannte Handypfand. Das ist eine Forderung, die die Grünen schon sehr lange haben. Die sagen, lass uns das doch so machen wie mit den Autobatterien. Du zahlst ein bisschen mehr beim Kauf und kriegst das quasi gutgeschrieben, wenn du es zurückgibst. Also will ich jetzt nicht ausführen, da kann man Pro und Contra sein oder Aspekte finden.
Aber generell ist es natürlich schon so, dass sozusagen diese ganz freiwillige Rücknahme, so wie wir das im Moment machen, dass man sagt, ja, also dass wir eigentlich sozusagen wirklich darum bitten, gibt sie uns zurück, da sieht man eben, dass das keine hohen Zahlen bringt. Das muss man jetzt einfach leider sagen. Es gibt viele Engagierte, aber es gibt eben auch viele, die das Thema nicht so wahrhaben wollen oder nicht so ernst nehmen, dass es dann wirklich handlungsrelevant wird. Das ist ja immer das Interessante. In Umfragen wird immer gesagt, ja, wir machen das, aber wird es dann wirklich umgesetzt, ist nochmal was anderes. Und ich denke, dass auch die Unternehmen, und das will ich auch meines nicht ausnehmen, mehr tun könnten, noch das wirklich am, wir sagen ja immer am POS, also an der Verkaufsstelle, zu kommunizieren. Generell geht es aber immer mehr in Richtung Onlinehandel, ne? Dass sozusagen bei uns auch dann teilweise nur der Tarif gekauft wird und die Geräte von woanders herkommen. Also diese alte Verbindung Gerät und Tarif ist immer aus einer Hand. Das verändert sich auch ein Stück weit. Und insofern denke ich, wird es spannend werden, wer das Umweltministerium übernimmt und was, wie schnell das da geht. Aber dass wir da ein Thema haben, ist eigentlich schon seit einigen Jahren bekannt. Also wir jetzt sozusagen generell als Gesellschaft, aber wir natürlich auch als Unternehmen. Mhm. Ja, es ist jetzt 10 nach 10. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen zeigen können, welche Themen hinter dem Handy stecken, hinter den Smartphones. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Überdenken der Geschenkeliste oder eben beim Ausmisten nochmal genauer hinzugucken und genau sich zu überlegen, muss das wieder zurück in die Schublade oder kann das vielleicht doch ins Recycling. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Vielleicht können Sie es ja auch verbinden mit einem Ausflug in den Zoo. Das wäre ja ein ganz toller Anlass vielleicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Marktplatz der mobilen Möglichkeiten, der digitalen Möglichkeiten und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank den Diskutantinnen und den Organisatoren. Und bis bald. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.